Aufgabe 10 sieht auf den ersten Blick sehr komplex aus. Wir haben es mit einer Hand zu tun und der Mechanik, die in dieser Hand wirkt, beispielsweise Kräfte von Elle auf Speiche, Kräfte im Bizeps und so weiter. Wenn man sich aber genauer mit dem Problem und insbesondere mit dieser Skizze beschäftigt, sieht man, dass in einer idealisierten Form das Problem eigentlich gar nicht mehr so kompliziert ist. Wir haben es im Wesentlichen mit einem Träger zu tun, der hier horizontal in der Hand liegt und die gegebenen Kräfte FA, FC, FB sowie natürlich die Gewichtskraft des Steines hier vorne aufnehmen muss. Wir werden also ein idealisiertes Freikörperbild anfertigen und dann sofort sehen, dass das Problem ein ganz einfaches Problem der Statik wird. Wir legen wieder ein Koordinatensystem fest natürlich. X und Y. Positive Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn, weil Z aus der Tafelebene herausschaut. Dann machen wir einfach nur die Verbindungslinie und zeichnen die Kräfte ein. Nämlich einmal das FC, dann greift irgendwo hier weiter links das FA an und so schräg FB. Und natürlich, wenn man den Schwerpunkt des Steins da oben berücksichtigt, dann hat man hier noch die Gewichtskraft des Steins. Und dann braucht man natürlich noch alle Abstände und hat ein geeignetes Modell für den Arm. Und jetzt stellen wir das Momenten- und Kräftegleichgewicht auf. Wir hätten ja gerne statisches Gleichgewicht. Damit muss, und ich schreibe das jetzt zuerst, die Momente, die Summe über die Momente muss wieder 0 sein. Nämlich um den Punkt B, deswegen habe ich den mit B bezeichnet, wo die Kraft FB angreift. Das ist natürlich frei wählbar. Genauso gut wäre der Punkt, wo die Kraft FA angreift. Sinnvoll ist es natürlich, einen Punkt zu wählen, wo möglichst viele Wirkungslinien durchgehen. So, das liefert also in meinem Koordinatensystem gleich positiv. Also wir haben FA mit dem Normalabstand B. FA mal B dreht positiv in dem Drehsinn um B. Dann FC geht durch, FB geht durch. Dann bleibt nur noch das G übrig. Wenn Sie das so herumrotieren lassen um B, dreht es negativ in dem Drehsinn. Das heißt, es kriegt ein Minus G. Und der Normalabstand ist C minus B von G nach B. Und die müssen Sie natürlich wieder aufheben, dass wir Statik haben. Das ist die Gleichung 1. Dann, Kräfte in Y-Richtung müssen natürlich gemeinsam 0 sein. Da gibt es einerseits in negative Y-Richtung das FA, also minus FA, und plus FB, und nachdem das der andere Winkel ist, der Alpha, ist es Sinus Alpha, die Komponente in Y-Richtung, positiv, und von der Gewichtskraft gibt es ein Minus G in die negative Y-Richtung. Gleichung 2. Jetzt fehlt uns nur noch FC. X-Richtung der Kräfte muss ebenfalls 0 sein. Da haben wir FC in positive X-Richtung. Und Minus FB Cosinus Alpha, die andere Komponente von FB, in negative X-Richtung. Das ist die Gleichung 3. Was machen wir? Naja, ich habe es eh schon skizziert, aus der Gleichung 1 kann man sofort das FA ausrechnen. FA ist dann G mal C minus B durch B. Das sind 120 Newton. Dann folgt mit der Kenntnis von FA aus der Gleichung 2 das FB. Das ist natürlich 1 durch Sinus Alpha, G plus FA, das FB ist 145 Newton und aus der Gleichung
der X-Kraftkomponenten kriegt man das Fc mit Fb Cosinus Alpha. Fc ist dann 37,5 Newton. So, und damit ist alles bestimmt.